Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Ashes of Creation. In den letzten Wochen, gerade kurz vor Weihnachten, gab es diverse News rund um das Spiel. Vor allen Dingen aus einem Livestream der Entwickler, die sie dann aus der Pre-Alpha live gestreamt haben. Und da es so viele Sachen sind, finde ich, wir sollten uns mal die Zeit nehmen und sie alle der Reihe nach durchgehen. Und der besseren Übersichtszeit halber habe ich sie in verschiedene Kategorien eingeteilt, wie Klassen, Gameplay oder Dungeons oder UI. Die genauen davon findet ihr in der Videobeschreibung und dort findet ihr auch die entsprechenden Zeitpunkte, um direkt zu dem Thema zu springen, was euch gerade interessiert. Den Anfang machen ansonsten nämlich die Klassen, denn das sind die, die ich immer noch für am interessantesten halte. Vielleicht mit dem Kampfsystem, was danach kommt. Auf jeden Fall haben wir erst vor ein paar Wochen angefangen, uns die Fähigkeiten der Klassen anzuschauen, die bereits vorgestellt wurden. Bei dem ersten Video davon, die Fähigkeiten des Magiers, hatte ich euch gefragt, wie ihr wohl diese ganzen Klassenkombinationen benennen würdet. Und da waren von euch schon einige interessante Ideen gekommen. Aber jetzt müssen wir gar nicht mehr spekulieren, denn mittlerweile haben die Intrepid Studios alle 64 Klassen bekannt gegeben, in einer schönen Matrix. Weil es noch an der einen oder anderen Stelle Unklarheiten gab, es sind tatsächlich 64 Klassen und nicht nur 56. Nur in Anführungsstrichen, in ganz dicken Anführungsstrichen. Man kann nämlich von jedem der 8 Archetypen mit wirklich jedem der 8 Archetypen kombinieren. Das heißt, auch Kombinationen zwischen Magier und Magier oder auch Schurke plus Schurke sind problemlos möglich. Und dann kommt man eben auf 8x8 64 Klassen. Mathe vorbei. Dabei sind dann unter anderem Standardklassen im Spiel wie der Assassine, also eine Kombination aus Schurke und Schurke, ein Jäger, was ein Kämpfer plus Ranger wäre, oder auch der Ritter, also ein Tank plus Kämpfer. Aber es gibt darüber hinaus auch noch exotischere Klassen, wie beispielsweise das Orakel, eine Kombination aus Kleriker und Magier, dem Apostel, ein Kleriker und Tank, oder auch den Schattenlord, ein Schurke plus Beschwörer. Und es gibt sogar Klassen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, wie sie sich spielen könnten. Beispielsweise der Soul Bow, was ich persönlich erstmal mit Seelenbogen übersetzen würde, ein Ranger-Kleriker-Kombination, oder auch den Song Warden, also eine Art Liederhüter. Ein Barde plus Ranger in dem Fall. Insgesamt ist es schon eine sehr interessante Klasse an Möglichkeiten, die es hier gibt. Und da sollte auf jeden Fall für jeden Spielstil zumindest irgendetwas bei sein. Aber die alle auszuprobieren, wird sicherlich eine ganze Weile dauern. Allein schon sich erstmal für eine Klasse zu entscheiden, wird wohl ewig dauern. Und gerade ich bin wirklich sehr, sehr schlecht darin, wenn es zu solchen Entscheidungen geht. Selbst bei Destiny 2 mit seinen nur 3 Klassen habe ich ewig gebraucht, um mich zu entscheiden. Aber bei ganzen 64? Da kann ich am besten jetzt schon anfangen und dann in einem Jahr vielleicht eine Klasse auf 30 reduziert zu haben. Mal schauen. Aber das Gute ist, man kann ja auch während des Spielens andere Kombinationen davon ausprobieren. Das heißt, erstmal steht nur die Entscheidung zwischen 8 Klassen an. Das zweite Thema bzw. die zweite Kategorie, die ich hier ansprechen möchte, ist das Kampfsystem. Das Kampfsystem hatten wir uns ja schon relativ ausführlich in einem ganzen Video angesehen und ich möchte nochmal dazu sagen, vieles davon war tatsächlich richtig, aber eine kleine Anmerkung zu den Waffen noch, man kann nämlich tatsächlich mit jeder Klasse auch jede Waffe tragen. Das hatte ich in dem Video noch anders verstanden und dachte, man wäre als eine Klasse tatsächlich auf eine Waffe festgelegt, aber dem ist tatsächlich nicht so. Man kann mit jeder Klasse jede Waffe tragen und hat somit neben den 64 Klassen noch mehr Möglichkeiten, seinen Charakter zu individualisieren. Manche Waffen werden allerdings etwas besser sein mit bestimmten Klassen. Ein Ranger wird immer besser sein mit einem Bogen als beispielsweise mit einem Großschwert oder gar einem Stab oder einem Gesangsbuch, falls der Barde so etwas benutzt, weiß ich gar nicht. Gefällt mir insgesamt sehr gut, da es noch mehr Möglichkeiten bietet, aber naja, es sind halt nicht nur 64 Klassen, sondern auch noch zig verschiedene Waffen. Was im Endeffekt heißt, vielleicht hätte ich auch schon im letzten Jahr anfangen sollen mit dem Entscheidungsprozess. Dazu wird es im Kampfsystem auch noch Combo-Attacken geben, die, zumindest in dem Beispiel hier, über die Q-Taste ausgelöst wurden. Combo-Attacken erzeugen jedes Mal Fokus und als Rückgriff, Fokus braucht man, um bestimmte andere Fähigkeiten auszuführen, das heißt, das ist eine weitere Ressource, die man während des Kampfes aufbaut. Und es wird im Kampf noch eine Option geben, je nachdem welches Kampfsystem man bevorzugt. Wenn man lieber Tap-Targeting benutzen möchte, kann man das machen, wenn man lieber in Richtung Action-Combat gehen möchte, soll man auch das einstellen können. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren soll, aber ich stelle es mir ungefähr wie in Guild Wars 2 vor. Das war ja auch ein klassisches Tap-Targeting-System früher, mehr oder minder, und dann hatte man irgendwann die Option bekommen, eine Action-Kamera, war das glaube ich in dem Fall,
reinzubasteln. Das heißt, man hatte da einen fixierten Punkt in der Mitte und darum hat man sich dann bewegt und konnte seine Attacken ausführen. Die dritte Kategorie ist dann das Gameplay. Wir wissen jetzt, dass es insgesamt 50 Level geben soll und das Leveln wird in diesem Spiel eine ganze Weile dauern. Es ist also mehr ein Marathon und kein Sprint, wie es beispielsweise andere neuere Spiele testen, wie beispielsweise das vorhin schon angesprochene Destiny 2 oder auch das demnächst irgendwann vielleicht erscheinende Ascent Infinite Realms. Irgendwann lerne ich, dass das so ausgesprochen, vor allem auch geschrieben wird. Ich glaube, ich habe das sogar irgendwo im Titel noch komplett falsch geschrieben. Aber zurück zu Ashes of Creation. Während des Levels wird man Erfahrungspunkte erhalten. Innovation pur also. Und bei jedem Level Up wird man mit Fähigkeitspunkten belohnt. Ja, soweit kennt man das, glaube ich, aus jedem anderen Spiel auch. Besonders cool ist hierbei jedoch, dass man auch innerhalb eines Levels Fähigkeitspunkte erhält. Nämlich bei bestimmten Prozenten auf der XP-Leiste. Das heißt, man erhält insgesamt 4 Fähigkeitspunkte pro Level. Nicht nur, wenn man quasi ein Level Up hat, sondern auch noch bei, weiß nicht, 33, 66... Schlechtes Beispiel. Bei vielleicht 25, 50, 75 und dann eben bei 0 oder 100, je nachdem, was ihr davon haben möchtet. Das heißt, man hat noch mehr Möglichkeiten, seine Fähigkeiten des Charakters auszubauen. Denn bei 50 Leveln sind das ungefähr 200 Punkte schon mal, wenn nicht noch zusätzliche hinzukommen. Die Dungeons sind das nächste Thema, das ich ansprechen möchte und das ist ein etwas kontroverses Thema in diesem Spiel. Denn Dungeons werden komplett offen sein. Sie werden nicht nur offen sein, sie werden auch noch öffentlich sein und sie werden nicht instanziert sein. Oder um es mit anderen Worten zu formulieren, während eure Gruppe gerade in einem Dungeon ist, könnt ihr auch auf andere Gruppen treffen oder auch auf Solospieler. Und das sehe ich und auch viele andere Leute sehr, sehr gemischt. Einerseits unterstreicht dieses offene Konzept der Dungeons natürlich die Offenheit der Welt und auch die Möglichkeit, alles erkunden zu können, auch als Solospieler. Auf der anderen Seite ist es aber total frustrierend, wenn man in einen Dungeon läuft und vor dem Endboss stehen bereits 40 andere Spieler und man muss quasi Schlange stehen, nur um dann, wenn man endlich an der Reihe ist, von einem Neueinkömmling überholt zu werden, der den Boss dann sofort umhaut. Schöne Erinnerung an Teso. Mir würde es trotzdem besser gefallen, wenn sie es wie Teso machen. Dort gab es sowohl diese offenen, öffentlichen Dungeons, aber es gab eben auch instanzierte Dungeons. Klar hätten die öffentlichen Dungeons dort immer noch den Nachteil, dass dort andere Spieler sein könnten, aber das ist wiederum auch ein Vorteil, denn es könnten dort auch andere Spieler sein, was für schöne soziale Interaktionen beiträgt und man könnte vor allen Dingen auch Hilfe gebrauchen. Gerade als Solospieler müssten die Dungeons dann nicht alle total einfach getuned sein, sondern könnten auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad darstellen. Zudem wurde in dem Livestream noch explizit darauf eingegangen, dass das aktuelle UI, also das User Interface, nur ein Platzhalter ist und so eigentlich nicht im Spiel sein wird. Sie brauchten lediglich irgendeine Art von Interface, um zu testen, wie man spielt, um auch den Leuten, die dann zum Beispiel auf der PAX oder den Leuten, die in der Friends and Family Alpha sind oder demnächst in der normalen Alpha, irgendwie die Möglichkeit haben, das Spiel zu spielen. Aber im fertigen Spiel wird es anders sein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde das aktuelle UI jetzt gar nicht so schlecht von dem, was ich gesehen habe. Gerade die Anordnung mit den Lebenspunkten ist unten links sehr schön dezent, auch wenn ich sie mir vielleicht woanders hinschieben würde. Und ansonsten die Position der Fähigkeiten finde ich auch relativ sinnvoll. Wir hatten schon festgestellt, dass es nicht unbedingt optimal ist mit der, nennen wir es einfach, diese Quicktime-Events, die im Kampf auftreten können. Also man führt eine Attacke aus und wenn man dann nochmal die Fähigkeitstaste drückt, während man in einem bestimmten Bereich ist, kriegt eine extra Leiste und dann geht's an Zeiger von links nach rechts. Dann kriegt man eben Bonuseffekte und Bonusschaden. Das würde ich mir natürlich etwas mehr, customizen können, also mehr personalisieren können. Aber ansonsten finde ich das UI okay. Allerdings, wenn sie das nochmal überarbeiten wollen, gerne. Ich lasse mich da gerne auf was Neues ein. Natürlich würde ich es mir wünschen, es nach meinen eigenen Wünschen konfigurieren zu können. Aber eigentlich ist es für ein MMO schon ganz brauchbar. Und dasselbe gilt übrigens auch für die Animation. Also alles, was mit Laufen zu tun hat, was mit Kämpfen zu tun hat, was mit Interagieren zu tun hat, Craften etc. Alles ist erstmal nur ein Platzhalter. Die Animationen werden sich im Laufe der Entwicklung noch deutlich ändern und dann auch vor allen Dingen nicht nur optimiert werden, sondern irgendwann auch richtig gepolished werden. Sprich, das sind jetzt erstmal nur Platzhalter, damit jemand spielen kann. Es ist das ganz rudimentäre Grundgerüst des Spiels und nach wird es dann eben weiter aufpoliert und dann wird es ein hoffentlich sehr rundes Spielerlebnis bieten.
Und das waren dann auch die News, die wir in den letzten Wochen bekommen hatten. Dass ich diese Klassenvideos jetzt erst einmal kurz ausgesetzt habe, heißt natürlich nicht, dass sie nicht mehr kommen werden. Schon nächste Woche und wahrscheinlich übernächste Woche schauen wir uns die beiden letzten bekannten Fähigkeiten der Klassen an, denn wir wissen vom Ranger, was er für Fähigkeiten haben wird und auch vom Tank. Und dann auf Dauer, wurde schon versprochen, werden sich nicht nur die weiteren Archetypen angeschaut, sondern auch noch alle der 64 Klassen irgendwann. Zumindest in Kurzform, damit wir uns ein bisschen besser darunter vorstellen können, was sie eigentlich machen. Wenn euch Ashes of Creation interessiert, dann hier noch der kurze Hinweis, ihr könnt euch auf der offiziellen Seite anmelden und mit etwas Glück erhaltet ihr Zugang zu Alpha bzw. Beta und bekommt natürlich auch immer die neuesten Informationen. Oder ihr guckt einfach hier vorbei, ein Abo würde auch helfen. Es gibt zudem ein Referral-Programm. Wenn ihr euch also über meinen Link in der Videobeschreibung anmeldet, dann unterstützt ihr mich noch nebenbei. Zum einen würden die Entwickler dann sehen, dass ich Leute werbe und mir hoffentlich dann irgendwann schon frühzeitig Spielzugang geben. Wobei Alpha würde ich vielleicht nicht unbedingt so intensiv spielen, aber Beta wäre super. Auch wenn ich schon ein Founder-Pack habe und dann auch irgendwann in der Beta drin bin. Aber vor allen Dingen würde es auch noch dazu beitragen, dass mich an den Einnahmen ein bisschen beteiligen, sobald das Spiel rausgekommen ist. Und das kann ich dann natürlich wiederum investieren und damit schöne Gewinnspiele oder Giveaways oder solche Sachen für Ashes of Creation veranstalten. Also im Endeffekt für euch. Und damit auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.